Hallihallo, ihr lieben Steinbock, Sternzeichen, Mond, Aszendenten und Venuszeichen. Schön, dass ihr da seid. Wir gucken heute die Energien an für euch und euer Gegenüber im Januar 2022, was da bei euch so passieren wird. Bitte nehmt die Legung, wenn sie für euch resoniert. Und wenn sie für euch nicht resoniert, dann gibt es vielleicht eine andere Legung, die für euch passt, in einem anderen Zeichen. Ja, es kann nicht immer mit allen resonieren, weil es ist hier eine, okay, gleich beide Energien sind rausgekommen. Es ist ja eine allgemeine Legung, eine kollektive Legung. Das heißt, es kann nicht immer auf alle gleichermaßen zutreffen. Nehmt euch diese Informationen raus, die für euch passen. Und ja, es dient nur zu Unterhaltungszwecken, sage ich immer. Es soll keine Lebensanweisung sein oder so. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, es ist alles. Also wir gucken uns jetzt erstmal an, welche Rolle hier der weibliche Teil einnimmt und welche Rolle der männliche Teil. Also, es sind schon beide Karten gefallen. Die weibliche Energie beim Steinbock hier ist die Fire Ant, also irgendwie Feuerameise, würde ich jetzt das mal nennen auf Deutsch. Und bei der männlichen Seite haben wir den Oktopus, Wasserenergie. Alright. Also, euer Gegenüber hat viel zu tun. Das kommt mir auf jeden Fall direkt so rein. Also die männliche Seite ist hier gerade extrem busy. Die ist mit allen Händen beschäftigt. Also der Oktopus hat ja 8 Arme und der ist wirklich gerade mit allen diesen Armen. Oh, Pferd, Hund. Süß. Hat gerade ein Pferd und einen Hund gesehen. How to make me happy. Zeig mir ein Pferd und einen Hund. Okay, reicht jetzt. Ich komme wieder zu euch zurück. Und zwar ist euer Gegenüber dieser Oktopus mit allen Händen beschäftigt. Also der hat gerade ganz, ganz, ganz viel zu tun. Aber mir kommt auch gerade rein hier auch. Also die Ameisen sind ja sehr, sehr fleißige Tiere. Vor allem die Feuerameise. Also ja, ich sehe hier, ihr habt sehr, sehr viel zu tun. Das Ding ist, ihr habt viel zu tun, aber ihr mögt auch die Gemeinschaft. Also für euch ist es okay, ich habe viel zu tun, aber ich kann auch Zeit mit dir verbringen und ich will auch Zeit mit dir verbringen. Und euer Gegenüber ist mehr so, ich habe alle Hände voll zu tun, ich mache alles alleine. Also euer Gegenüber ist so wie ein bisschen ein Einzelkämpfer, kommt mir so rüber. Und ihr seid mehr so ein Teamgeist. Ihr wollt, ihr sagt so, hey, wir können arbeiten und zusammen sein, wir können arbeiten und zusammen Dinge unternehmen. Du kannst hier mitkommen und, und. Also die weibliche Energie möchte hier so das alles so ein bisschen zusammen verbinden, ist auch eher so ein Herdentier, also eher vielleicht eher ein Gemeinschafts-, Familien-, Freunde-Mensch, während das Gegenüber hier sehr, sehr der Einzelgänger ist und denkt, vielleicht denkt diese Person auch nur, sie muss immer alles alleine machen. Vielleicht war das im Leben der männlichen Seite bis jetzt immer so, dass sie alles allein machen mussten und deswegen hier jetzt das Gefühl haben, hey, ich werde mein Leben lang mit allen Dingen beschäftigt sein. Genau, also ich glaube, das ist die Energie von der männlichen Seite aus hier, diese Abwehrenergie. So, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich bin busy, ich habe jetzt keine Zeit für diese Verbindung. Das ist, ja, da ist definitiv eine Abwehr. Ich habe das Gefühl, das kommt von der männlichen Seite, diese Abwehr. Wee! Wee, Mario! Warum kommen wir das? Das sind 2 Karten. Wee! Okay, also wir haben hier erstmal den Tod. Skorpionkarte übrigens. Ja, ich glaube hier, das muss erstmal bei euch zusammenbrechen. Also, was heißt zusammenbrechen? Ich glaube, hier muss erst dieser Zyklus enden von diesem Workflow, wo ihr beide gerade drin seid. Ihr seid beide so busy. Oh, Seifenblasen. Wie schön. Jetzt habe ich ganz gedacht, was ist das? Ey, was sehe ich heute alles in eurem Video? Ich merke, ich bin extrem schnell abgelenkt. Merkt ihr das? Also, liebe Steinböcke, es kann sein, dass ihr aktuell sehr schnell abgelenkt werdet, immer wieder durch neue Dinge. Und vielleicht habt ihr deswegen auch das Gefühl, dass ihr so busy seid, weil ihr euch immer wieder von neuen Dingen ablenken lässt. Und deswegen das Gefühl habt, ihr seid voll busy, aber vielleicht solltet ihr euch einfach mal auf eine Sache konzentrieren und das mal durchziehen oder hier ein Beispiel an der Skorpionenergie nehmen und einfach euch auf etwas fokussieren und das auch durchziehen. Okay? Beim Tod geht es vor allem darum, eben einen Zyklus enden zu lassen, damit nachher etwas Neues entstehen kann. Also beim Tod muss etwas sterben, damit etwas Neues beginnen kann. Also vielleicht muss hier erstmal diese Verbindung, die ihr hier habt im Januar,
zu Ende gehen, damit sie entweder neu erblühen kann oder etwas Neues, eine neue Person in euer Leben kommen kann. Aber ich sehe hier auf jeden Fall ein Ende. Irgendwas wird hier beendet. Ob das zwischen euch ist oder nicht. Und gleichzeitig ist der Page der Kelche gekommen. Also sobald das beendet wird, kann hier ein neues Angebot auf euch zukommen. Also hier ist jemand, der euch einen Kelch geben möchte. Und es kann sein, dass diese Person dann nach diesem Ende plötzlich bemerkt, oh shit, mir liegt doch etwas an dir. Ich will doch dir entgegenkommen. Manchmal brauchen Menschen diesen Schlussstrich, um zu bemerken, dass da doch was war. Und es könnte sein, dass es bei dieser Person so ist. Es kann aber auch sein, dass sie mit dieser Person wirklich einen kompletten Schlussstrich zieht und dann jemand ganz, ganz Neues kommt. Aber es wird jemand Neues kommen und der kommt als Barsch der Kelche und entwickelt sich dann zum König der Kelche. Also emotionale Reife en masse. Also dieser Mensch weiß ganz genau, was er möchte. Der ist bereit, euch... Hier kommt er mit der Kelch, der Page, noch ein bisschen verspielt, so mit dem Fisch im Kelch drin. Ja, ich komme, ich fühle ein bisschen was, komm, lass uns unsere Gefühle fühlen. Aber der entwickelt sich sehr, sehr schnell zum König der Kelche und der hat hier auch Ressourcen. Also der hat hier nicht nur Kelch, nicht nur Gefühle, aber der hat auch Ressourcen. Und der ist bereit, euch das so quasi zu bringen. Wie gesagt, es könnte sich um die gleiche Person handeln, mit der ihr eigentlich zuerst das beendet habt. Es kann aber auch eine neue Person sein, okay? Könnt ihr so machen, wie es für euch resoniert. Oh, meine Nase läuft. Immer wenn ich Readings mache, wenn ich live gehe, wenn ich irgendwie Videos aufnehme, läuft meine Nase. Weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht kommt es zu sprechen. Page der Stäbe. Ja, auch die Leidenschaft wird hier neu geweckt durch diesen Menschen. Es kann sein, dass dieser Mensch... Wenn es der gleiche ist oder ein neuer, ja, das muss ich jetzt nicht mehr wiederholen, kann beides sein. Aber dieser Mensch, ich glaube, der kann euch manchmal so überraschen mit seinem Temperament, dass es mir so reinkommt. Also vielleicht verhält er sich meist so cute und so, bla bla bla, aber dann kann es plötzlich sein, dass sowas kommt, was ihr überhaupt nicht erwartet. Ihr sagt so, wow, who are you? Warum kommst du mir jetzt so? Und... ja, das wird auch noch größer, diese Leidenschaft. Also hier haben wir auch den Pagen, dann kommt er als Ritter. Er wird immer leidenschaftlicher, also was euch betrifft, krass. Und wird auch immer Forscher auf euch zukommen. Also ich sehe hier Gefühle, Leidenschaft, an dem mangelt es definitiv nicht bei euch im Januar, liebe Steinböcke. Mega, mega schön. Schön für euch auch, weil Steinböcke eigentlich sehr arbeitsorientiert sind, sehr bodenständig, erdorientiert und Gefühle und so Leidenschaft sind eher Dinge, die ein Steinbock lieber mal beiseite lässt und sich erstmal auf die Fakten konzentriert, auf die Theorie. Aber ich sehe hier im Januar, dieser Mensch wird in euch etwas entfachen, was er vorher oder was vorher noch niemand entfachen konnte. Woo! Nice energy. Very nice energy, liebe Steinböcke. Noch eine Engel der Liebe Karte für euch und dann sind wir für heute mit eurem Januar-Reading durch. Gib dieser Beziehung eine Chance. Arbeite an deiner Partnerschaft. Ja, bei vielen kann es wirklich sein, dass es hier um diese Beziehung, die hier erstmal beendet wird, dann wieder neu begonnen wird, dass es darum geht, dann an dieser Beziehung zu arbeiten. Und hier wird gearbeitet. Das sehe ich definitiv. Und wenn es eine neue Verbindung ist, dann geht es auch darum, von Anfang an wirklich Zeit und, wie soll ich sagen, Kommunikation auch zu investieren, damit diese Beziehung auch von Bestand sein kann. Genau. Ja, that's the messages for you, liebe Steinböcke und Steinbock Placements. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns für die Februarlegungen wieder und guckt euch gerne, wie gesagt, auch die Legungen zu eurem Mond, Venus und Aszendentzeichen an. Genau. Macht's gut. Ciao.